Und hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin noch im Rückweg. Es wird langsam ein bisschen spät. In der letzten Episode habe ich ja gesehen, wie Robin das Haus fertig gemacht hat und dann Pam und Penny übergeben hat. Ich frage mich, wenn man Penny geheiratet hat und baut trotzdem das Haus, ob dann Penny trotzdem da ist. Aber sie wohnt dann ja eigentlich nicht mehr da. Na, Kussi, die ist schon länger nicht mehr geknuddelt, ne? Das würde mich mal interessieren, muss ich zugeben. Sind das so ein paar Kleinigkeiten, Möglichkeiten? Es gibt bestimmt noch einige Möglichkeiten. Ich hätte noch die ein oder andere Idee hier. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, wie schwer das umzusetzen ist. Eigentlich schön wäre, wenn man das noch ein bisschen anpassen würde. Wie zum Beispiel, dass man, was weiß ich, wenn man verheiratet ist, dann kann man mit seiner Gefährtin dann Händchen halten auf der Fähre oder, weiß nicht, zusammen nach Hause gehen oder sowas halt. Oder zusammen an die Bar gehen. Das wäre auch noch was. So. Das wären so Sachen, die wären noch interessant, würde ich sagen. Würde mich interessieren. Und dann auch mit den Kids oder sowas. Ich weiß aber nicht genau, wie einfach das wäre. Das wäre bestimmt nicht so einfach zu programmieren. Da müsste man schon ein bisschen. Oh, das war nichts. Das war nichts. Müsste man schon ein bisschen dran arbeiten. Aber wäre auf jeden Fall interessant. Wird noch ein bisschen mehr Flair geben, auf jeden Fall. Das wäre schon schön. Das ist mir zumindest so aufgefallen. Oder dass man mit den Kindern vielleicht noch ein bisschen mehr interagieren kann, als ja, sie nur zu knuddeln. Das wäre vielleicht auch noch ganz schön. So, jetzt habe ich noch ein bisschen was zum Wegräumen hier. Habe ich denn noch was zum Wegräumen? Ja, kann ich wegräumen, okay. Das kommt drüben noch rein. Das sind doch alles Edelsteine, die kommen auch noch drüben rein. Dann ist der Tag echt schon wieder gelaufen hier, krass. So, Kussis, ist vielleicht Zeit reinzugehen, ne? Moment, das kann ich hier, was ist das denn? Fluorapatit? Kenne ich gar nicht. Okay. Das kommt noch weg, das kommt noch weg, das kommt noch weg, das kommt noch weg. Das sind Sachen, die ich hier gar nicht. Eine Ancient Drum habe ich schon alles, okay. Das passt hier gar nicht mehr alles rein. Brauche ich eigentlich auch gar nicht, glaube ich, weil die. Na, ist egal, ich packe das mal hier rein. Das noch weg. Weil die, ich packe es jetzt mal damit rein, ist egal. So, Blumen habe ich hier noch. Das kommt da noch mit rein. Das kommt hier noch mit rein. Sehr gut. Okay. Dann kommt das hier noch rein. Und das kommt noch da rein. Nee, kommt nicht. Okay. Das kommt weg. So, dann kommt das da rein. Das kommt hier noch rein. Und das kommt noch da rein. Der Rest kommt drüben noch rein. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch ein bisschen Sandstein in der Tasche. Wenn das ein Sandstein war, ich weiß nicht genau. War das Sandstein? Ja, Sandstein, siehst du. Da muss ich doch nochmal in die Hütte. Mann, habe ich nicht gesehen. Also noch ein bisschen Zeit. Wir haben es ja jetzt gleich erst 8 Uhr. Oh, jetzt könnte man echt noch mit Familie ein bisschen kuscheln. Wobei, die Kleine ist ja jetzt schon im Bett. Ist ja auch schon 8 Uhr. Der kleine Racker ist bestimmt auch noch am Pennen. Hier zum Beispiel hätte ich gerne Fenster drin, ne? Und gut, Licht müsste ich mal gucken. Dass man hier was ranhängen kann. Zum Beispiel hinten an der Wand zum Beispiel, dass man ein bisschen Deko hier noch reinmachen kann, dann. Als dass es nur eine Arbeitshütte ist. Vielleicht auch eine Chill, dass man vielleicht sogar eine Chillhütte machen kann oder so eine Partyhütte. Wäre auch lustig, muss ich zugeben. Wäre schon lustig. Ich weiß gar nicht, ob man da Möbel reinstellen kann. Ich glaube nicht, ne? So, Schatz, da bin ich wieder. Ja, von mir aus können wir ins Bett gehen. Ich gucke noch kurz, was die Kleinen machen. Und dann können wir ins Bett. So. Kleiner Racker ist am Pennen. Okay, alles gut. Kleine Mundmaus ist auch schon am Pennen. Okay. So, das wäre lustig, wenn die Kopfkissen hier, das hat zum Beispiel blaue Streifen und das hat dann pinke Streifen, dann das wäre auch lustig. So. Okay, dann jetzt einmal ein Problem, Schatz. Ich muss hier irgendwie ins Bett kommen. Geht nicht. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Komm, dann. Ich hätte jetzt gerne hier einen Computer, muss ich zugeben. Dann könnte man sich noch hinsetzen. Ich kann mich nicht hinsetzen, ne? Hier geht leider nicht. Schade. Schade, schade. Ja, das Schlagzeug steht hier tatsächlich, das Schwert steht hier, das steht sonst auch drüben. Aber ansonsten sind die Sachen eigentlich identisch. Der Fernseher mit der Konsole stehen drüben noch. David steht hier, beziehungsweise, ja, doch steht im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe drüben auch gar nicht mehr gesehen, dass er sich bewegt hat jetzt. Weil früher, meine ich, gab es da noch eine Animation, hat er sich bewegt. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist zum Beispiel auch so eine Kleinigkeit. Hier dieser Bodenbelag, dass der zumindest dann hier daran angelehnt wäre. Oder dass man den an den neuen Fußboden anlegen könnte. Das wäre schön, weil die Kante sieht doch ein bisschen strange aus hier. Aber das sind alles Kleinigkeiten halt. Das ist halt Meckern auf hohem Niveau.
Naja, warum beschäftigt mich das? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade die Zeit überbrücken, jetzt hier, bis mein Schatz im Bett ist, damit ich auch schlafen gehen kann. Ich wollte mich nämlich nicht durchs halbe Bett rollen. So, neuer Tag, neues Glück. Na, morgen, meine Mullmaus. Du stehst hier, du stehst ein bisschen im Weg. Lass mich bitte durch, danke. Morgen, Schatz. Ja, wir haben echt viel geschafft, muss ich zugeben. Du gehst gerade noch irgendwo hin, oder kann ich... Du gehst gerade irgendwo hin, okay. Bisschen kuscheln. Bisschen kuscheln. So. Du machst jetzt mal chill. Okay, chill. So, dann mal gucken. Was sagt das Glück heute? Das Glück sagt mir heute... Oh, jetzt gibt's noch ein Rezept. Gibt's noch ein Rezept? Ich glaube nicht, ne? Chocolate Cake kenne ich leider schon. Kenne ich schon, weil ich kenne da so einen, so jemanden... Ein kleines Schleckermäulchen hier. Was gerne Kuchen ist. So. Was haben wir denn hier? Glückmäßig? Habe ich jetzt nicht gesehen. Mann, ich bin total verpeilt hier gerade. Nein. Heute kein Glück, okay. Kein Glück. Ich bin ja auch ein Schleckermäulchen. So ist ja nicht. Also von daher. Was? Stuffing? Pam hat mir ein neues Rezept gegeben. Was ist denn Stuffing? Das interessiert mich jetzt. Ah, ne, da muss ich drüben nachgucken. Okay, was haben wir hier noch? Eine Batterie. Die brauchst du doch, Pam, nachher für deine Fernbedienung. Was gibt's? Es geht jetzt ab hier. Jetzt gibt's zu viel Post. Traveling Merchant. Ach krass, morgen ist schon das Festival? Was? 5 Uhr abends. Da muss ich gucken, dass ich das noch geangelt kriege. Da muss ich mich vorbereiten. Ja, das ist ja morgen schon. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das geht ja echt schnell jetzt hier. Das geht Schlag auf Schlag. So, da oben ist Kussi noch. Der will bestimmt noch was zu trinken haben. So. Okay. Kussi, wo bist du hin? Kussi? Jetzt ist Kussi aber verschwunden. Du bist doch bestimmt hier unten wieder, oder? Ich wusste, das ist auch dein Geheimnis versteckt da unten, ey. Sehr gut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wow. Ein Apfel in absolut super Qualität. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Krass. Hier ist auch schon was zum Sammeln. Sehr gut. Ist allerdings kein Dünger mehr drauf, ne? Das wäre auch cool, wenn man das noch nachträglich nochmal düngen könnte. So, dass die Ernte vielleicht nochmal ein bisschen besser wird für die Zeit dann. Weil das wird anscheinend ja über Zeit verbraucht, so wie es aussieht. Finde ich gut. Aber es ist schön, wenn man da aber nochmal nachernten könnte dann. Wobei, ich probiere das... Habe ich das noch ausprobiert? Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube, das ging nicht, ne? Oder geht das jetzt doch? Ich weiß es gar nicht. Muss ich ausprobieren. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht geht's ja und ich habe es noch nicht gesehen. Muss ich mal schauen. So. Jetzt noch ganz schnell, bevor ich es wieder vergesse, ganz schnell zu den Slimes. Nach unten. Denn die wollen bestimmt ihr Wasser haben, ne? Jeder will... Das ist natürlich krass, ne? Das sind 4 Dinger und jeder will... Nee, ist nur einer verbraucht. Okay. Das heißt, immer nur ein Trug pro... Dann ist das ja in Ordnung. Das ist nicht ganz so schlimm. Achso, ich habe das Ding nicht gebaut. Das müsste ich nochmal bauen. Die Slime Press war das, ne? Zum Slime-Eck sammeln gibt es da nichts oder so? Habe ich noch nicht? Nee, ne? Müsste ich gleich mal gucken. Muss ich mich gleich mal mit beschäftigen. So, erstmal kümmere ich mich jetzt um die Tiere. So. Morgen, morgen, morgen. Neuer Morgen, neues Glück. Und viel zu ernten, hoffentlich. Beziehungsweise nicht ernten, sondern zum Mitnehmen. Ihr habt doch bestimmt wieder fleißig gearbeitet, die fleißige Bienchen. Das kommt da rein, das kommt hier rein. Oh, jetzt muss ich erstmal. Moment, kann ich das hier unten? Nein, kann ich leider nicht Shift klicken. Schade. Das wäre auch nicht schlecht. Shift klicken und dann alles nach unten verfrachten. So, wo seid ihr denn? Da oben seid ihr. Ich könnte natürlich noch mehr Tiere hier reinpacken, aber das wäre mir dann echt ein bisschen zu viel. Ne? Zack. Dankeschön. So, jetzt kann ich einmal Milch, bitte. Danke. Danke. Komme ich eigentlich ran hier mit Milch? Schön, ein bisschen getrickst. Ha, hat funktioniert. Dankeschön, Dankeschön. So, ihr beiden noch da oben. Einmal hier. Und einmal hier, Dankeschön. Ihr werdet euch ein bisschen auf. Ja, ist ein bisschen frisch draußen, ne? So ist es nicht. So, habe ich hier noch... Nein, alles gute Qualität, sehr gut. Schützt wieder die Zunge raus hier, okay. So, das war's. Das war's. Mach's gut. Auf einem Sonntag. Ich muss bei dem Händler noch mal vorbeischauen. So, einmal knuddeln bitte. Oben knuddeln. Habe ich noch was vergessen hier? So, dann das noch. Das. Knuddeln, knuddeln.
knuddeln. Fertig. So, dann dich da noch hin. Und dich da noch hin. Machen wir hier rein, ne? Das geht schon. So. Okay, dann habe ich hier wieder alles erledigt. Dann kommt der Rest hier wieder rein. Zack, zack, zack. Macht's gut. Ach, wieder geschafft. So, jetzt muss ich erstmal den Kram noch wegräumen. Und dann, da ist noch ein Wurm. Komm her hier. So, Snowjammer hat sich noch versteckt hier, okay. Da ist sogar noch ein bisschen Ohr da unten. Könnte ich eigentlich einsammeln, aber brauche ich gerade nicht. Brauche ich nicht. Habe ich noch genug Erdbeeren eigentlich übrig? 10. Ja komm, schmeiß mal welche nach. Äpfel habe ich hier richtig gut. Was könnte ich denn hier rausschmeißen? Drei davon, dann schmeiße ich euch raus und dich da rein. Das kann da noch rein, das kann da noch rein. Das kann da noch rein. Den Rest kann ich in den Verkauf jagen, okay. Dann ab in den Verkauf mit euch. So. Das wäre auch geschafft. Dann habe ich das ja jetzt erledigt. So, was wollte ich jetzt noch? Jetzt habe ich hier so viel erledigt, dass ich wieder vergessen habe, was ich noch wollte. Zum Händler. Zum Händler wollte ich noch. Und dann wollte ich da... Achso, die Bären wollte ich gucken, ne? Bären, wollte ich noch besorgen. So, was gibt es hier noch Tolles? Kohle, nehme ich immer mit. Gern gesehen. So. Mr. Händler, ich hoffe, Sie haben auch was Tolles jetzt auf Lager, was ich gebrauchen kann. Wie zum Beispiel mysteriöse Bären hier. Super lecker mit Ihrem Fetzschwein hier. Ein Oktopus gibt es hier, aber den, das bringt mich ja nicht weiter. Thunfisch. Boah, ich probiere das mal aus. Komm, aus Juxenorei. Ich kaufe den einfach mal und verkaufe den gleich wieder. Wahrscheinlich kriege ich nicht so viel raus wie Dingens. Aber ich muss den, glaube ich, angeln, sonst kriege ich den nicht abgehakt in der Dingens. Da ist noch so eine Boxlamp. Die waren eigentlich ganz cool. Thunfisch. Ein bisschen Mittagessen. Ne, brauche ich unbedingt nicht. Okay, mach's gut. Ich glaube, so kann ich das nicht abhaken. Ich glaube, ich muss die wirklich angeln. Hi, Jess. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich das nicht geschafft habe. Ich würde das ja gerne komplettieren, aber leider passt es nicht ganz. So, wow, das ist echt gute Qualität hier. So. Moment, hier ist noch irgendwas am Blinken. Strange Note Cryptic Note, Level 100. Ich muss immer noch das dahin bringen. Okay, das ist eine Cryptic Note. Die kenne ich nicht. Das ist ja was? Moment, das nehme ich noch mit. Ich hätte gedacht, die hat sich jetzt gewandelt hier. Und dann war das doch nicht. Oder war das zu spät? Aber das ist keine Uhrzeit. Ich weiß jetzt nicht genau, was, wie, wo. Das interessiert mich jetzt. Da bin ich jetzt gerade baff. So, nochmal zurück. Ich bin auch schon am Laufen. Ich würde gerne noch ein bisschen rennen oder sowas hier. Aber das geht ja so leider nicht. Und ich komme auch mit Leben leider nicht durch die Farm durch, weil ich alles zu eng gebaut habe. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. So, den schippen wir mal weg hier. Bin mal gespannt. Habe ich denn noch hier Früchte? Da. Das kommt drüben rein. Ich brauche Maple Syrup. Habe ich noch hier? Wer will den Maple Syrup denn haben? Würde mich mal interessieren. Wer will ihn haben? Das kommt da noch rein. Dann bringe ich gerade die Kohle noch weg und dann gucke ich mal nach. Ist das gleich Mittag? Beziehungsweise dann schon Nachmittag. Das würde mich interessieren, wer das ist. So. Dann sammle ich das noch ein. Jetzt kommt mit der Kohle noch weg. Und dann schaue ich mal, ob ich den Maple Dude finde. Oder will mich als Pal haben hier. Das weiß ich ja nicht genau. Mal schauen. Ich bin gespannt, wer darauf wartet. Vielleicht Krobbis? Bin mir nicht sicher. Aber wenn wo wartet er? Wo wartet er? Ich muss hier nochmal Platz schaffen, warte mal. Dann, zack. Da muss ich noch mit der Axt bei. Alles veraxten. Ist da noch irgendwas? Da ist doch noch irgendwas. So. Habe ich jetzt alles? Ne, da ist immer noch was. Stein? Ja. Jetzt kann ich wieder durchlaufen. Okay. Sehr gut. Okay.
Ach was. Hallo, Du kannst reden? Okay, Mr. Bär. Näher, noch näher. Es sieht echt knuffig aus, muss ich zugeben. It's not every day I get to speak to a human. Ja, es ist auch, glaube ich, nicht jeder, nicht normal, sag ich mal so, dass man mit einem Bären redet. Du hast, was? Sieht so aus, als wenn du ein bisschen Forest Magic in dir hast. Was? Forest Magic? Ich frage jetzt lieber nicht, was er damit meint. Ich denke mal, das Maple Syrup. Nicht wahr? Hast du den guten Stoff dabei? Ja, natürlich habe ich den guten Stoff dabei. Bitteschön. Das Beste vom Besten, ey. High Quality. Das ist richtig guter Stoff. Sehr gut. Schön, wenn es dir gefällt. Sehr schön. Hast du einen Freund gewonnen in den Reihen? Okay. Wenn du nochmal was brauchst, sag Bescheid. Ich muss mich da aber erstmal dran gewöhnen. Okay, er will mir was zeigen. Jetzt geht's los. Jetzt wird gebuddelt. Oh. Der Bär hat mich verlassen mit seinem besonderen Wissen. Was? Salmonberries und Blackberries are now worth three times the gold. Krass. Die sind dreimal so viel wert jetzt. Cool. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Das heißt, man muss hier doch am Tag hingehen. Ey, geht weg hier. Geht weg. Geht weg. Muss ich euch wieder raushauen? Hier, lasst mich in Ruhe. Ihr schlappt mich nur wieder voll hier. Kaschierer, Kaschierer, Kaschierer. Jedes Mal, wenn ich in diesen Wald reinkomme, das geht's doch nicht. Das lässt mich nicht los, diese Anime-Serie. So. Jetzt muss ich euch doch mal ein bisschen hier. Komm, Einhalt gebieten hier. Ihr vermehrt euch ja wie sonst was. So. Komm, wir nehmen ja noch ein bisschen was mit hier. Wenn ich schon hier bin, brauche ich zwar nicht, aber komm, hey, was soll's. Eine Note. Krass. Okay, damit hätte ich es auch nicht gerechnet. Sehr gut. So. Dann habe ich dem Bären noch einen Gefallen getan. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gehe ich hier oben noch kurz hin. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Da wäre echt noch ein Geheimnis verraten. Das muss ich natürlich für mich behalten. Jetzt lasse ich was ganz Besonderes. So, die anderen Schleims da hinten lasse ich in Ruhe. Die lassen mich ja auch in Ruhe. Dann geht es jetzt ab nach Hause. Mal ein bisschen früher Feier machen. Dann haben wir es 4 Uhr. Hören, bin ich vielleicht halb 5 zu Hause. Habe ich noch ein bisschen Ruhe. Und morgen geht es dann zum. Zum Ding jetzt. Achso, die Note kann ich noch durchlesen. Was steht denn da drin in der Note? Ein komplettes Frühstück, Salmon Dinner. Kannst das Protein fühlen? Alex hat daraus herausgefunden. Okay. Sein geheimes Proteinfrühstück. Also, okay. Interessant. So. Jetzt aber ab nach Hause. Jetzt hier ist Feierabend für heute. Jetzt kann ich ein bisschen mit der Familie spielen dann. Wobei besser wäre es, wenn ich mich erstmal ein bisschen hindern könnte. Bisschen Pause machen jetzt. Die Füße, die tun weh. Ich bin die ganze Zeit unterwegs hier. Habe ich noch irgendwas, was ich drüben packen muss? Nein, kommt alles hier hin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. War noch irgendwas Hochqualitatives? Ja. Das kommt zu Blumen noch. Was eigentlich keiner haben will. Ich weiß gar nicht, warum ich sammle, wenn es keiner haben will. Aber naja. So. Der gute Stoff. Weißt du Bescheid? Für Bären, Maple Syrup, das Beste, was geht. Der restliche Kram kommt alles hier rein. Sehr gut. Pussy, du passt hier draußen noch ein bisschen auf. Ich gehe jetzt ein bisschen rein. Schatz, bist du da? Schatz ist nicht da. Die kleine Mullemaus ist aber da, ne? Ach doch, Schatz ist da. Da bist du ja. Wo ist denn die kleine Mullemaus? Ach, die spielt hier in deinem Spielzimmer, okay. So, ich hau mich jetzt mal ein bisschen hin.
fürs Abendessen bin ich dann wieder wach. Hoffentlich. Ja. Sehr schön. Ein Oktopus muss ich mal nachgucken, ob das jetzt dann beim nächsten Mal damit drin ist. Wäre natürlich schön, aber sicher bin ich mir nicht. Ein bisschen Geld ist noch zusammengekommen. Ganz gut, dann habe ich fürs nächste Jahr auf jeden Fall wieder ein bisschen abgesichert. Das ist ganz schön. So. Und heute ist auf jeden Fall der Abend schlechthin, wenn das wirklich stimmt mit dem mysteriösen Abend dann da. Beziehungsweise die Händler, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das? Der Händlerabend? Ich bin mir nicht sicher. Da sind ja auf jeden Fall verschiedene Leute dann da. Ich muss mal gucken, dass ich die Fische da kriege, das wäre schön. Aber das würde ich sagen, sehen wir dann in einer anderen Episode. Also mach's gut, Leute, bis dahin. Ciao.